Kollegin Stolz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder Chaos vor den Kindersprachtests, so titelte die Neue Westfälische am 28. Februar. Offensichtlich gehen die Chaostage in den Kindertagesstätten auch im zweiten Durchlauf wieder los. Es geht mir hier, weiß Gott, nicht um Rechthaberei, aber ich möchte noch mal ganz klar deutlich machen, meine Fraktion hat von Anfang an erhebliche Bedenken am Verfahren der Sprachstandsfeststellungen geäußert. Wohlgemerkt am Verfahren zur Feststellung der Sprachfähigkeit, nicht an der eigentlichen Sprachförderung. Auch für uns ist es völlig unbestritten, dass die Sprachfähigkeit und der Sprachentwicklungsstand eines Kindes möglichst früh festgestellt werden soll, um dann auch möglichst früh zu fördern. Das haben wir auch nie hier in Frage gestellt. Was wir aber von Anfang an äußerst kritisch gesehen haben, ist die eigentliche Durchführung des Tests. Und unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich leider nach dem ersten Durchlauf bestätigt und im zweiten Durchlauf zeichnet sich Ähnliches ab. Bereits im Vorfeld der Verabschiedung des Schulgesetzes gab es wichtige Hinweise von Seiten der kommunalen Spitzenverbände, der Grundschulen, aus den Reihen der Wohlfahrtsverbände und aus den Fachverbänden der Erzieherinnen. Allesamt haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Regierungsfraktionen und der Landesregierung, diese wertvollen und konstruktiv gemeinten Hinweise weitestgehend ignoriert. Sie haben schon damals eine bemerkenswerte Beratungsresistenz an den Tag gelegt und diese Beratungsresistenz legen Sie bis heute auch nach der für Sie sehr niederschmetternden Anhörung zum ersten Durchlauf des Testverfahrens bis heute weiterhin an den Tag. Die Kurzfassung der Ergebnisse der Anhörung sind hier sehr aufschlussreich und ich möchte daraus einmal zitieren. Unter der Fragestellung, wo sind die Schwachstellen im bisherigen Erhebungsverfahren, finden sich folgende Antworten. Das Testverfahren selbst war noch nicht evaluiert und in sich nicht schlüssig. Testdurchführende waren nicht rechtzeitig informiert und vorbereitet. Dadurch ergaben sich erhebliche Unsicherheiten zwischen den Grundschulkräften und Erzieherinnen im Umgang mit dem Test, den zu testenden Kindern und dadurch ebenfalls zu späte und oft unbefriedigende Informationen an die Eltern. Unterrichtsausfall, Förderausfallzeiten in den Grundschulen und in den Kitas, nicht zufriedenstellende Kooperation zwischen Kitas und Grundschulkräften, Überforderung der Kinder durch die nicht vertraute Testsituation, die nicht dem Kindergartenalltag entspricht. Eine weitere Fragestellung in der protokollarischen Kurzfassung lautet, welche Rahmenbedingungen sind dafür erforderlich? Ich will nur zwei wesentliche nennen. Personelle und zeitliche Ressourcen in Kitas und Grundschulen sind ausreichend vorzuhalten. Rechtzeitige Vorbereitung, Informationen über Inhalte und Materialien müssen sichergestellt werden. All diese vorgenannten Punkte wurden in der Anhörung von nahezu allen Experten angemahnt. Und so stellt sich nun heute hier die Frage, welche Lehren haben die Verantwortlichen aus dem ersten Durchlauf und aus der Anhörung denn eigentlich gezogen? Und das Ergebnis ist mehr als ernüchternd. Trotz der erheblichen Kritik von allen Seiten sind nur dürftige Veränderungen vorgenommen worden und die eigentlichen Knackpunkte bleiben nach wie vor unangetastet. So mahnen die kommunalen Spitzenverbände weiter an, dass mit der Kompetenz des pädagogischen Fachpersonals in den Einrichtungen ohne aufwendiges Testverfahren festgestellt werden kann, dass die Kinder mit Sprachförderbedarf sicher diagnostiziert werden können. Dies wurde in der Anhörung auch bestätigt. Die Ergebnisse der Testverfahren waren nahezu deckungsgleich mit den Diagnosen der Erzieherinnen. Nach wie vor beklagen die Beteiligten die mangelnde Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen. Nach wie vor werden Tausende von Unterrichtsstunden in den Grundschulen ausfallen. Nach wie vor ergibt sich ein erheblicher bürokratischer Koordinierungsaufwand zwischen Schulträgern, Grundschulen und Kitas. Und nach wie vor gibt es keine ausreichenden Ressourcen für die Fortbildung des Personals in den Kitas. Und wieder liegen die Materialien für das Testverfahren nicht rechtzeitig in den Kitas vor. Das ist mehr als peinlich. Als Fazit bleibt leider nur festzuhalten, Avanti, Dilettanti setzt sich weiter fort. Wir tragen deshalb die Anträge vom Bündnis 90, die Grünen, in ihren Forderungen mit und lehnen deshalb die Beschlussempfehlung des Fachausschusses natürlich ab. Vielen Dank.